Silke Tempel, Politikexpertin Silke Tempel stirbt bei Orkanunfall. Die Politikwissenschaftlerin und Außenpolitikexpertin Silke Tempel, 54, ist Opfer eines tragischen Unglücks geworden. Wie unter anderem die Bild-Zeitung berichtet, wurde die Journalistin bei dem Versuch, durch das Sturmtief Xavier heruntergerissene Äste aus dem Weg zu räumen, von einem Baum erschlagen. Demnach war sie am Donnerstagabend mit einer ihrer beiden Begleiterinnen aus dem PKW gestiegen, um das Auto zu befreien und weiterfahren zu können. Ein weiterer Baum sei umgekippt und habe die beiden Frauen getroffen. Tempel sei sofort tot gewesen. Die andere Frau habe eine schwere Kopfverletzung erlitten, den Unfall aber überlebt. Das tragische Unglück hat auch SPD-Politiker Sigmar Gabriel, 58, mit dem sie zuvor auf einer Veranstaltung gewesen sein soll, tief getroffen. Auf Facebook bekundete der Bundesaußenminister seinen Trauer: "Wir trauern um eine gute Freundin und leidenschaftliche Außenpolitikerin. Ihr Tod ist ein schwerer Verlust für uns in Deutschland und weit darüber hinaus." Wer Doktor? Silke Tempels Weg. Ihre Analysen und Diskussionsbeiträge, über die Jahre verfolgt hat, der konnte nicht anders, als ihren klugen und warmen Blick, ihre Fein- und Scharfsinnigkeit auf das Höchste zu schätzen. Tempel galt als versierte Kennerin Israels, des Nahen Ostens, der Vereinigten Staaten und auch der deutschen Politik. Als Politikexpertin war sie häufig in Talkshows zu Gast, unter anderem in der WDR-Sendung Press Club oder Kulturzeit auf Dreisat.